Hi bei Padauz, ich bin Nico und spiele hier mal wieder Final Fantasy 15. Heute suchen wir die Höhle hinter dem Wasserfall. Also müssen wir uns zur Greyshire Grotte begeben. Dazu steigen wir in unseren Regalia, gehen auf automatisch fahren. Aufgabenziel. Und oh, ich habe auch so viele, ich muss hier irgendwann mal ein bisschen was abarbeiten. Aber wir machen erstmal das hier, die Höhle hinter dem Wasserfall, ist ganz schön weit weg der Weg. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Auf geht's. Ja. Hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Ja, so ist das. Königstankstelle des Talum. Ich glaube, mein Benzinstand Sag reicht noch mal, aus. Noct. Was ist? Hab irgendwie genug für heute. Können wir nicht da vorne ein Zimmer mieten? Nö. Weiterfahren. Nee. Wir fahren weiter. Was? Du hast noch nicht genug? Ich brauch meinen Schönheitsschlaf. Ach, du bist doch schön genug. Oh, das sagst du doch nur so. Wegen potenzieller Begegnung mit extrem starken Siechern sehr gefährlich. Fahren bei Nacht. Oh, jetzt will Ignis mir auch noch zulabern, oder? Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Digga! Nö, Ignis, fahr weiter. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Ich hab mir das reiflich überlegt. Also los, Bewegung. Was? Ich wollte doch weiterfahren. Ach, jetzt muss ich fahren, er fährt nicht mehr. Gehen wir. So, los. Arbeitsverweigerung. Ich bin der Prinz, ich bin Noct von Insomnia Gedöns Dingenskirchen. Kann ja wohl nicht angehen. Ich kenne den Weg doch gar nicht. 2 Kilometer. Ja gut, dann fahr ich mal. Okay, da oben ist sowas ähnliches wie ein Lift oder so. Keine Ahnung, was genau das ist. Da wäre ein Parkplatz, aber nicht zum Schlafen. Interessant. Wo bin ich? Falsch abgebogen bin ich. Verdammt. Das ist wirklich die Frage, ne, wo dieser Seilzug einen hinträgt. Okay, da komme ich. Ich bin jetzt in einem Tunnel. Das heißt, ich wollte ja. Moment, Karte. Ich will ja da hin, irgendwo in die Nähe. Aber irgendwas blockiert mir da den Weg. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ronin. Ronin Keating. Ja, Überraschungsangriff. Ah, ich habe den ersten zwar pariert. Oh, was machen die denn? Wie konnte denn Ignis jetzt sterben? Wahrscheinlich, wenn die treffen, treffen die halt richtig. Oh, verdammte Axt. Okay, einen haben wir. Ich wollte eigentlich hinwarpen, hab mich jetzt aber weggeworpt, war jetzt nicht so gut. Prompto macht man einen Durchschuss. Oh, B. Falsche Taste. Und nochmal. Nochmal ein Durchschuss. Oh nein, bin ich tot? Phoenix-Fehler. Schnell. Gut, Gladio. Und er ist tot. Und noch ein Sieg. Oh, Ignis hat gar keine Erfahrung jetzt bekommen. Verdammte Axt. Naja, weiter geht's. Gehen wir. Los geht's. Ich sollte mir auf jeden Fall abgewöhnen, nachts zu fahren, glaube ich. So, ich habe mich jetzt entschieden, hier einfach mal auszusteigen, weil da unten ein Camp ist. Und anscheinend auch eine Stelle, um zu angeln. Oder komme ich hier gar nicht runter? Doch, da hinten komme ich runter. Dann machen wir das mal eben. Aber es wird sonst einfach nichts.
Hier ist auch ein Blitzzauber zum Sammeln. Naja, gut, den habe ich schon voll. Da hinten ist das Lager. Münbrum Refugium. Ja, komm. Gehen wir mal. Zelten. 2 FP. Wir sollten erstmal etwas essen. Ist auch ganz praktisch, denn steigere ich endlich mal wieder die Kochenfähigkeit von Ignis. Ja, auch schon lange nicht mehr gemacht. ABS. So, was haben wir hier? Warum kann ich das nicht machen? Gibt doch bestimmt irgendwas mit EP-Boost oder so. EP-Gewinn plus 20%. Was haben wir noch? Ja, das ist das Beste. Das nehme ich hier. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich schon entschuldigt habe dafür, dass ich in der letzten Folge keine Tonaufnahme hatte. Ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit eigentlich gesprochen, aber irgendwie hat das mit dem Abspeichern der Audiodateien nicht funktioniert und ich konnte da auch nichts retten. Deswegen war es ein bisschen ungünstig und es gab halt keinen Ton. Oh, Ignis und Prompto steigen nicht auf. Talentstufe Ignis, kochen Schnitzel mit Tomatensauce. Endlich. So, was haben wir? Nee, da guckt er irgendwie verdutzt. Das ist nice, da ist ein Daumen nach oben. Das brauche ich. Na. Ja, komm, da ist Gladiolus mit drauf. Da kann man das auch nehmen. Waffenhändler brauche ich nicht. Die beiden in der Stadt nicht. Gott, den Ronin hat er direkt fotografiert mitten im Kampf. Nee, komm. Da habe ich genug jetzt. Speichervorgang. So, ich habe gesehen, da wurde mir irgendwie ein Fragezeichen angezeigt. Ja, da hinten an der Angelstelle. Hab ich gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Da schnack ich doch mal mit dem. Oh, und da liegt was Süßes. Schnurrhaar, Mogri-Perle. Mensch, Junge, dass wir uns hier treffen, muss Schicksal sein. Hier gibt's nen Fisch zu fangen, von dem wirklich jeder Angler träumt. Und zwar? Die Kirschkammforelle. Bei dir ist es mit einem Köder allein nicht getan. Wie meinst du das? Naja, dieser Fisch beißt nur am Morgen und Abend an. Um den an Land zu ziehen, brauchst du Geduld. Eine ganze Menge. Probier's mal. Gibt auch wieder eine Belohnung von mir. So gut wie gefangen. Ha, das wollte ich hören. Ich drück dir die Daumen, Junge. Du schaffst das schon. Die mit dem Kirschkamm. Eine Kirschkammforelle fangen. Jetzt ist die Frage, ab wann heißt es morgen oder Abend von der Uhrzeit her. Ich werde mal einfach hier rangehen. Da werden mir dicke Fische angezeigt. Ich werfe das mal hier rein. Oh, meine Haltbarkeit ist nicht so geil. Wenn der jetzt nicht anbeißt, sollte ich mal meine Schnur wechseln. Ja, ich wechsle die mal. Angelzubehör, Haltbarkeit, voll für den Eimer. So. Du solltest besser eine neue Schnur verwenden. Deine Angel ist nicht einsatzbereit. Was habe ich nicht? Ich habe doch eine. Oh, was? Das war meine letzte. Ungünstig. Jetzt habe ich nur 1000. Komm schon. Kannst mir doch nicht erzählen, dass dir das nicht schmeckt oder was? Anderer Köder? Hättet ihr gerne einen anderen Köder? Was ist mit dem hier? Tomberry Köder. Ich würde den essen. Ja, komm, 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 du riesen dicker Fisch. Ja, mach. Oh, komm, ja, ja, er verfolgt ihn schon. Er verfolgt ihn schon. Hallo. Oh ja, angebissen. Nur die Frage, ob das irgendwie annähernd der Fisch ist, den ich... Oh, falsche Richtung, Schande. Dass irgendwie der Fisch ist, den ich ja auch brauche. Oh Gott. Ziehen, 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 ziehen. Schnurspannung. Oh, ich hab ihn. Wow. Ja, es ist bestimmt zu klein für eine Kirschkamp. Oh Gott, was ist das denn?
Ist das enttäuschend? Regenbogenforelle, okay. Das war, glaube ich, nicht das, was ich wollte. Ich guck nochmal, was ich hier für einen Fisch rausholen kann. Oh, oi, oi! Den ja direkt ins Maul geworfen von dem Fischlein. Oh, ich spüre das aber. Das ist jetzt ein Riesenfisch. Der ist ungefähr 5 Meter. Nicht, dass ich da einen Biomoff angel. Oh, Schnurr. Oh, jetzt spannt er aber. So spannend. Komm, 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 komm. Zieh, zieh, zieh. Oh nein, falsche Richtung. Das ist der Fisch, von dem Navith sprach. Ja, ich hab ihn. Oh, gut gemacht, Nacht. Da, das ist doch ein Titanfisch. Ja, komm, er kann aufhören, sich zu freuen. So, aufhören zu angeln. Ja, natürlich. Schmeiß weg die Angel. So, wo ist der Dude? Da ist der Dude. Komm her. Kirschkampfforelle. Belohne mich. Wie du noch nie jemanden zuvor belohnt hast. Oh, herzlichen Glückwunsch. Hier, deine Belohnung. Eine neue Angel. Eine Angelrute? Nice. Sei mal ein bisschen dankbarer, Nock, du undankbarer Zwerg. Ja, einer wie du wird's mit dieser Route sehr weit bringen. Mhm. Und jetzt wirf die Leine aus, Jung. Fisch, was das Zeug hält, und mach dir einen Namen. Oh, gibt aber auch ordentlich Erfahrungspunkte. 2400. Die Schmetterklinge. Ist die Schmetterklinge jetzt einfach nur die Angel oder habe ich hier noch zusätzlich irgendwas Geiles bekommen? Ich guck mal eben. Flammenzunge, blub, 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 blub. Zauber. Nö. Dann ist das wahrscheinlich die Angel. Jetzt muss ich erstmal wieder hoch zu meinem. Wie heißt das Ding? Regalia? David ist ein richtig netter Kerl. Aber echt mal, verschenkt einfach so Angeln. Na, mir soll's recht sein. Sicher freut er sich darüber, einen Gleichgesinnten gefunden zu haben. Noct ist so undankbar, oder Noctis. Ich wär voll im Anglerhimmel, wenn der mir da so eine Terrorangel schenkt, ja. Und er macht hier wieder einen auf bockigen Prinzen. Aber ich sag sowieso, ich hätte viel lieber Nix Ulrich gespielt in dem Spiel. Der hatte irgendwie mehr Charakter. So, jetzt steige ich mal in meinen Rennwagen ein, was ich echt mal umstickern muss. Das sieht schrecklich aus. Aufgabenziel, komm. Die Höhle hinter dem Wasserfall. Jetzt gehen wir zum eigentlichen Ziel. Okay. Und zwar am Tage. So, ich habe jetzt hier mal an diesem Zwischenpart angehalten. Weil da ist so ein Café. Und das ist hier mal ganz praktisch, weil da gibt es halt zum einen Jagdaufträge und dann den ganzen anderen Schissel. So, ich gehe da mal rein. Interagieren. Original Candy Schlüsselanhänger für alle Küken unter 12 in der Krenest Hauptfiliale. Guten Tag. So, kaufen. Gut, hier kann ich nur kaufen. Jetzt habe ich das wahrscheinlich verwechselt mit so einem Jägerörtchen, ne? Ah, ich kann hier höchstens tanken und schlafen. Beides kein Bock. Nö, dann gehe ich mal zur Greatshire Grotte. Wo sind die? Da hinten. Ja komm, den Restweg kannst du mir auch noch fahren. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Gut, das war jetzt sehr enttäuschend. Das ist das Weiteste, was er mich fährt. Er hat jetzt einfach nur vernünftig eingeparkt. Gut, dann muss ich den Restweg Pronto. Wohl wirklich Willst zu Fuß gehen. Beim Einkaufen? Ja, klar. Wobei mir das hier so nicht passt. Ich glaube. Oh, ich wollte gar nicht angreifen. Oh, ich wollte schon wieder nicht angreifen. Runterspringen kann ich da aber auch nicht, ne? Nee, und da hinten geht's auch nicht runter, also müsste ich wahrscheinlich hier mal die Treppe runtergehen. Und dann unter der Brücke rum oder so. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal.
ist aber auch wirklich ein umständlicher Weg. Ich will irgendwann fliegen können, ey. Na, was liegt denn hier? Ein Supertrank, den nehme ich doch sehr gerne. Ich habe ja sehr viele Tränke und whatsoever schon verbraucht. Oh mein Gott. Wie Pietes. Welchen Level hat das Vieh? Im Ernst jetzt? Zeig mir den Level an. Ich führe dieses Mal. 54. Oh Mann, nee, komm. Oder sowas? Wir haben eine. Wir vernichten den Feind. Oh Gott. Was Verkettungsmodus. Na komm, wir schaffen die. Die kann doch nichts. Oh Gott. Ein bisschen. Okay, ich muss hier raus. Oder? Vielleicht. Ich meine, Schaden kriegt er ja ganz gut. Machen wir einen Durchschuss hier. Alles klar. Leg los, Pronto! Und nochmal. Oh Gott, ich muss mich irgendwie heilen. Ich habe ja gerade einen Supertrank gefunden, wa? Den nehme ich mal. Oh! Gladio! Nee, komm, das wird nichts. Lasst mich in Ruhe. Da kommen jetzt noch kleine Gegner raus. Ja, natürlich kommen da 20 von diesen Ultra-Krieger-Heinrichs. Magitek-Fechter. Das ist ja auch immer noch so unfair. Nicht zurückdrängen lassen. Und warum weht er da mit einer scheiß Fahne rum? Gut. Und warum greift die Schlange die nicht an? Oh. Ja. Das war ja mal ein super Plan. Muss ich da jetzt irgendwie rum, oder was? Erzähl mir nicht, dass ich da jetzt wirklich lang muss. Oh mein Gott. Im Ernst jetzt? Oh, dann ist auch noch Kingla. Schildschere. Level 18. Gut, aber die sind wahrscheinlich besiegbar, im Gegensatz zu den anderen. Ah, verdammt, Axt. Lass mich mal raus da. Super Elixier. Noctis. Alles in Ordnung? Überraschungskombo. Ja, das sind wenigstens Gegner, die schaffe ich. Also diese riesen Schlangenvieh, das wird nix. Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Neues Rezept. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, schon wieder oder wiederholt er sich nur? Aufheben. Shia Kurkuma. Da liegt auch nochmal was. Oh, ich wollte ja. Eigentlich wollte ich aufheben und nicht springen. Ups. Ja, das war nicht schön. Aber wenigstens bin ich noch nicht gestorben. Kalatein-Fälle. Ja, steht ja die Höhle hinter dem Wasserfall. Hier ist ein Wasserfall. Dann kommt die Höhle ja auch. Oh, guck mal. Da ist doch was. Mega Phönix. Ja, natürlich. Jetzt muss ich hier wieder rumgehen, oder was? Macht's mir noch komplizierter. Ey, komm. So ein bisschen wie bei Dragon Age Inquisition, da war es auch immer nervig mit dem Rumgehopse, weil es nicht so gut funktioniert hat. Okay, da ist die Höhle. Nachgucken kostet nichts. Sieht nach einem Weg aus. Gott, was da für ein Riesenmonster reinpassen könnte. Hey, das riecht nach Eingang. Das riecht nach Eingang. Da ist an der Legende ja echt was dran.
Ganz schön frisch hier, was? Hat jemand einen Schal? Heul nicht so rum. Wirst schon nicht sterben. Bei der Kälte gibt's doch bestimmt keine sicher, oder? Glaub kaum, dass die sich an der Kälte stören. Vermutlich nicht. Vielleicht sind sie ja eingefroren. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh Gott, Pudding! Mal was Schnelleres nehmen jetzt für den. Parieren. Und nochmal parieren. Ja, gut, die sind okay. Ganz schön rutschig. Und das bei. Boah, was? Ich wollte doch da. Verdammt. Jetzt kommen hier Imps. Ich glaube, bei den Imps sind Piekswaffen gut. Speere, Lanzen. Ich alleine hier? Was ist denn hier mit dem? Ah ne, da steht Kanone zum Beispiel ist nicht bei denen. Ich habe die Kanone nie effektiv getestet. Aber ja, doch, man merkt einen erhöhten Schadensoutput. Ja gut, da komme ich jetzt nicht mehr so einfach zurück, schade. Warum habe ich eigentlich so ein Mucki-Zeichen neben meinem Namen? Wurde ich gebufft oder was? Was für eine Hund! Ich will hier raus. Hoffentlich wird mir's schnell. Such lieber, statt zu reden. Verrostetes Metallstück. Hier rutsche ich doch gleich wieder, oder? Ja. Nicht schon wieder! Nein. Oh, ich wollte da rechts eigentlich rauf. Oh Gott. Natürlich ist da King Arachnophobia. Was? Oh nein, ich bin gestoppt. Oh. Ah, ein Funkwurf, sehr schön. So, ein bisschen rumteleportieren hier. Dann wird er schon. Ebenso. Aber hallo. Aber hallo. So, mal weitergehen hier. Das sieht sehr höhlen-like aus. Da ist doch das Ziel. Da kann ich passieren, wa? Komm. Nicht ausrutschen. Schön langsam. Okay, das ist ein Feuerzauber. Ich glaube, ich auch voll mit, ne? Na, ich müsste mal irgendwann mir wieder ein paar Zauber machen, aber ich bin da mal so faul, was das angeht. Zumindest aktuell noch. Wobei ich mit einem vernünftigen Zauber hätte ich wahrscheinlich die Schlange auch besiegen können, ne? Weil die kann man ja relativ früh schon relativ hoch leveln, diese Zauber. Ich fall da nicht irgendwie runter jetzt. Falls das überhaupt geht. So, sehr schön. Kinderleicht. Kinderleicht würde ich jetzt nicht sagen. Vorwärts. So, da oben. Wer weiß, lasst uns noch etwas suchen. Und man denkt immer, man ist schon da und dann erweitert sich das Feld einfach nur. Da oben liegt was. Versteinertes Holz. Ja, da könnte ich wieder runterrutschen, aber. Ei. Lassen wir die Waffen sprechen. Auf welcher Seite stehst du? Was ist das? Oh, ein Ronan. Kommt er denn hier jetzt eigentlich her? Hey, alles okay? Ja, alles kommt klar. Ungünstig. Oh Gott. Komm, Ignis, markier mal alle Gegner.
geklappt. Oh, sehr schön. Prompto ist im Sterbemodus. Den Pudding mache ich aber noch platt. Oh, shit. Ja, muss ich doch mal einen Heiltrank mir reinpfeifen. Shit, prompt, nee. Gladiolus braucht eine Phönixfeder. Kann ich nichts machen. Oh, ich stehe quasi in ihm. Das wusste ich nicht. Ah, ich habe MP-Stase. Ist natürlich ungünstig. Prompto, schieß ihn mal ab. Critical. Und tot gepiekt. Ja, kipp ruhig um, du. Das war nicht leicht. Boah, ADS. Rang. Okay, hier nicht runterrutschen. Was denn? Hier, der Vorsprung. Ja, ich sehe es, wenn du nicht im Weg stündest, ne, du Heinrich, ey. Hallo. Oh, ich glaube, dich sogar spüren deine Enkel noch, ne? Boah, du. So, einmal hier. Genau, jetzt verzieht euch alle ein bisschen. Danke. Guck mal, Noctus, ein Vorsprung, vor dem ich mich stelle, Idiot. Oh, wie im Kühlschrank. Am besten rutscht Noctus noch ab. Alles für eine Wärmflasche. Sind ja schon ziemlich weit gekommen. Boah. Hab ich eigentlich noch ein bisschen Elixier? Ich glaube, das könnten Noctus und Prompto gut gebrauchen. Obwohl Prompto sich das gerade nicht verdient hat. Ah, ich habe nicht so viel Elixier, aber komm. Hier, Noctis und Prompto. Ja, muss das nicht so dramatisch da rumhalten. Habe ich hier Karte eigentlich? Ich weiß nicht, ob das dann der Zurückweg ist. Deswegen gehe ich erstmal hier. Was? Das Empfangskomitee. Ich sehe noch gar nicht den Gegner. Gedankenschinder, die Kacke. Viecher. Der hat ja mal als Nebenquest. So, erstmal die Imps wegballern. Hey, pack ihn hier an. Alles im grünen Bereich. Oh Gott, ey. Wow. Na komm, Gladiolus, Mann, Dämmerbrecher! Ultra Smash! Oh, es macht so viel schönen Schaden. Und hier der kleine Kack-Imp nochmal. Jo. Was ist das? Nein, das ist ja noch. Komm, neue Gegner. Aber die Schwert sind die relativ schnell erledigt. Aber ich glaube, da war eben nochmal ein Gedankenschinder, ne? Das ist richtig gut im Körper. Ja, natürlich, ist ein Blankenschinder. Oh, nicht mit mir. Oh, doch mit mir. Eieiei, jetzt kommt ja noch ein Pudding. Okay, ich bin kritisch. Ja, komm, Gladiolus, zeig, was du kannst. Das macht einfach unendlich viel Schaden, der Dämmerbrecher. Oh, da oben ist ein Punkt drauf. Niedergeworfen, sehr gut. Parieren, mich kriegst du nicht. Jetzt war's das aber, oder? Triple S-Rank. Rein da, und da ist das Grab des Wandernden. Königsgrab. Ja, lass mich rein da. Liegt hier noch irgendwas? Da, wie Talcott gesagt hat. Wer hätte das gedacht?
sind dem Kleinen was schuldig. Oh. Sieht aber schnieke aus. Du kannst nun die Königswaffen heraufbeschwören. Wenn Noctis angreift oder sich verteidigt, lädt sich der kreisförmige blaue Limitbalken am linken unteren Bildschirmrand auf. Ist Erfolg, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind alle deine Statuswerte erhöht. LB und RB für Königswaffen. Das Menü Fertigkeiten wurde um die Kategorie Königswaffen erweitert. Setze FP ein, um dein königliches Arsenal zu verstärken. Ja, Aufgabe abgeschlossen. Unendlich viel Erfahrungspunkte. Die ich in einem Hotel am besten zum Eingang, nee. Was ist los? Alles in Ordnung? Was ist los? Wo bin ich? Noct? Ich habe etwas gesehen. Lodernde Flammen. War das der Meteor? Eine Vision von der Cortez-Platte? Maybe. Lass uns nach Lestalum zurückkehren. Ja, wir müssen mit Helka reden. Ich glaube, das Schwertsymbol zeigt er immer an, ne? Da kann ich nichts mehr machen, okay. So, dann gucken wir mal. Er sagte Fertigkeiten, nicht Talente. Fertigkeiten. Und da gibt es jetzt den Punkt Königswaffen. Aha. Was steht hier? Ruft dir Königswaffen herbei und macht Noctis kurzzeitig stärker. Reduziert den Verbrauch des Limit-Balkens bei aktivierten Königswaffen. Erhöht die Rate, mit der Angriffe den Limit-Balken füllen. Na komm, machen wir das mal einmal. Und das auch mal einmal. Dadurch haben wir das hier freigeschaltet. Gewährt ein FP bei Aktivierung der Königswaffen. Ja komm, krieg ich auch jedes Mal. Bisschen FP. War's das? Ist das Ding hier aufgefüllt? Ja, vielleicht kommen da später nochmal ein paar Fähigkeiten hinzu. Was habe ich eigentlich hier? Verleiht jedem synthetisierten Zauber zusätzlich 10 Kraftpunkte. Oder erhöht die Menge elementarer Energie, die ich absorbieren kann. Ist beides praktisch. Nee, das kann ich nicht. Das ist zu teuer. Die Anwendung eines Elementarzaubers gewährt ein FP. Och komm, dann kann man schnelle FP generieren. Generiert bei der Magiesynthese einen zusätzlichen Zauber. Nee. Aber hier die Menge, die ich absorbieren kann, erhöhen. Und dann muss ich irgendwann doch mal anfangen, auch die Zauber zu benutzen. So, sehr schön. Dann haben wir die FP auch gut angelegt. Und gehen hier mal weiter. Da muss ja auch irgendwas sein. Die Tür ist verriegelt. Keine Chance. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Leichter gesagt. Also auch irgendwas, was ich wohl später erst machen kann. Zurück zum Eingang. So, hier sind wir schon mal. Dann geht's jetzt auf nach Lestalum. Aufgabenziel, das Schwert der Legende. Mann, ist das wieder heiß hier. Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch! Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ah ja. Ja, ich glaube, was das angeht, hat Gladiolus schon die besseren Karten. Dann werde ich mal zum Ziel. Hier liegt aber was. Eine Silbermünze. Meine, nicht deine. So. Ah, da liegt aber auch was. Was ist das? Kosmogonie. Nö, komm. Gar keinen Bock zu lesen. Rein. Quest. Prinz Noctis, willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Ja. Vielen Dank, Talcott. Ach, nicht doch. Da wird die Quest jetzt nicht beendet. Ah, okay, jetzt.
wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja, gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja, wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. Zum Pegla Panorama Park begeben. Das Schwert der Legende. Aufgaben. Ja, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich sollte, glaube ich, einmal schlafen. Wo schlafe ich denn? Mit ihm rede ich bestimmt. Willkommen. Darf es übernachten. Kostet ja gar nichts. 300 Gil. Wucher! Ein schönes 1,5-fache Erfahrung. Da macht immer aus meinen 6.000 oder 7.000. Ja, das ist schon mal ein bisschen mehr. Oh ja, 10.000 habe ich dann. Zwei Level-Ups. Nicht schlecht. Das Bild ist angenehm. Und das Essen sieht ultra lecker aus. Nö, Angeln habe ich schon genug. Das sieht aus wie ein schüchternes Mädchen. Das Posen hier ist so doof. Ja, komm, das nehme ich mal. Okay, was das für eine Pose ist, weiß ich auch nicht. Ah, komm, das ist doch epic as fuck. Hat er das Schlangentier nicht? Dort wimmelte es nur so vor Feinden. Nee, schade. Ich hätte ja mal eine Riesenschlange fotografiert. Hätte er wahrscheinlich nur gemacht, wenn ich den Kampf auch gewonnen hätte. Was ja offensichtlich nicht der Fall war. So, zum Pegla Panorama Park begeben. Schwerte Legende. Hey. Ist ja nicht weit. 90 Meter. 80 Meter. Und runter hier. Und ja, nochmal. Ong Bak. So, gucken wir mal darüber. Ah, oh, der. Nanu, ihr auch hier. Ekeltyp. Ach, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Geh sterben. Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja. Alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also nennt mich einfach Adin. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Ja, und wo Adin uns hinführt und wie es so weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ha, mieses Ende. Tschüss.